für den einen oder anderen vielleicht ja, ungewohnt oder gar überraschend, mich hier auf diesem Kanal Maximilian zu sehen. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wie man am Umfeld und an der Audioqualität schon erkennen kann, bin ich nicht zu Hause. Ich begrüße euch da live aus einem anderen Bundesland von der Rolf-Mems-Couch. Der Flex ist auf jeden Fall real. Zu einem weiteren Video. Da ich für Freitag noch ein Format brauchte und mir spontan überlegt habe, wie nice wäre es mal wieder ein Format von jemand anderen zu klauen. Maximilian, so ein Asozialer. Seht ihr heute die Limited Pickups. Diverse Leute, die ich herausgesucht habe, ihr habt es im Titel schon gelesen, wir haben Winnie am Start, wir haben Patrick Spector am Start und noch einen Special Guest, also seid auf alle Fälle gespannt. Da ihr vermutlich mein Video schon gesehen habt mit dem letzten Shopping-Stream, werde ich mich in diesem Video kurz halten und die anderen zu Wort kommen lassen. Ich mache das ganz schnell und straight. Schaut auf Instagram vorbei, da seht ihr nämlich die Sachen nochmal in Action. Zum einen habe ich mir vor kurzem diesen Mason Margiela Hoodie geholt. Der ist wirklich sehr, sehr nice, was die Qualität betrifft. Diese Stoffart hatte ich so noch nie zu Hause, also da bin ich wirklich überrascht von der Qualität selbst. Sehr, sehr dicker, sehr, sehr schwerer Hoodie. Qualität stimmt auf alle Fälle. Fühlt sich gut an. Ich weiß nicht, ob ich mir den nicht noch eine Nummer kleiner hole, weil wenn ich den jetzt hier mal anziehe, sieht man doch, dass der sehr, sehr groß geraten ist. Also wenn ich den jetzt hier mal drüber ziehe, ja, schon relativ weit, aber so im Video schaut es eigentlich ganz nice aus. Ich habe mir noch einen zweiten Hoodie geholt. Wie gesagt, ich halte mich sehr, sehr kurz. Einen von Chrome Hearts. Hier muss ich sagen, zur Qualität, ich war überrascht, dass die, ich habe wirklich sehr vieles erwartet, vor allem was schlechte Qualität betrifft, aber ich bin einigermaßen zufrieden, also ich finde die Quali auf keinen Fall schlecht, das muss ich schon sagen. Es gibt natürlich auch Pullover, die das Zehnfache weniger kosten, wo die Qualität ja, um einiges mehr vorhanden ist, aber der ist auf jeden Fall nicht schlecht, auch der Fit ist sehr, sehr gut, von Chrome Hearts in Blau gehalten, Blau auch ein Farbton, den ich sehr, sehr feier, war ja nicht umsonst auch der Colorway des Jahres 2020. Für den Mason Margiela Hoodie habe ich bezahlt 500, 450 Euro so um den Dreh und für den Chrome Hearts Hoodie tatsächlich knapp 1000 Euro. Also das war schon ein wilder Kopf, ist mir natürlich bewusst, dass das viel Geld ist, aber musste ich mir holen, nachdem ich mir vor kurzem auch erst dieses Shirt, ein Longsleeve von Chrome Hearts geholt habe. Auch hier das Design sehr, sehr ähnlich. Passend zu dem Hoodie, wie ich finde, ist auch mein neuestes Sneaker Grail, den ich mir erfüllt habe, wenn ich das Wort rausbringe. Und zwar sind das die neuesten Sakai in Schwarz gehalten. Kann ich mir gut in der Kombination vorstellen. Wird safe noch ein Foto folgen. Die habt ihr schon gesehen, viele Pickups habt ihr schon gesehen. Deswegen werde ich nicht lang schwafeln und direkt zu meinem nächsten Gast übergehen, zu Willy. Der hat nämlich ganz viele Pickups am Start. Here we go. So, Freunde, der liebe Max hat mich eingeladen, meine Top 3 der besten Pickups der letzten Wochen zu zeigen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Geht ganz easy. Nummer 1 habe ich erst kürzlich geschlossen. Das ist auch das neueste Piece. Eine Prada ja, Umhängetasche. Ganz easy, locker. Habe ich im Sale geschossen bei 4 Amsterdam. Kann ich euch sehr empfehlen. Passt alles rein, Portemonnaie, Handy und so weiter und so fort. LPU Nummer 1, LPU Nummer 2. Großer Fan der Marke geworden durch Sichtung bei anderen Freunden. Ruben Kone, diesen Strick-Cardigan im Paisley-Muster, ist ja gerade angesagt, deswegen meine LPU Nummer 2. Und last but not least, LV Trainer. Ihr wisst, ihr seht es schon im Hintergrund hier. Ich habe mittlerweile einige Farben, das ist die neueste Farbe, die bei mir drin ist. Finde ich sehr nice, diesen grau-braun-Ton, ich weiß gar nicht, wie man die Farbe genau nennt. Kommt sehr, sehr gut am Fuß, kann man fast überall zu allem anziehen. Deswegen meine 3 LPUs, ich hoffe, euch hat es gefallen und viel Spaß noch mit dem Video. Ja, absolut nice. Bin mega Fan von den Louis V Trainern, habe selber schon versucht, die zu bekommen. Zuerst sind aber mal die Stussy Air Force dran, die werde ich mir auf jeden Fall noch geben in diesem Beige-Ton. Sehr, sehr nice. Top Pickups. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Patrick Spector. Here we go. Freunde, was geht? Patrick Spector hier. Für den einen oder anderen vielleicht ja, ungewohnt oder gar überraschend, mich hier auf diesem Kanal Maximilian zu sehen. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich hier einmal an der Stelle sage, dass es doch so viel besser ist, als sich gegenseitig zu bekriegen oder sich irgendwie so ein bisschen ja, ans Bein zu pissen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es freut mich natürlich sehr, dass Maximilian und ich endlich mal ja, einen Punkt gefunden haben, dass wir
Erwachsene geklärt haben und dass ich jetzt hier mit von der Partie sein darf. Grüße gehen natürlich auch raus und ein dickes Danke an Max höchstpersönlich. Ich muss ehrlich sagen, dass es mir gar nicht so einfach gefallen ist, mir da jetzt 3 Pickups rauszusuchen, die für dieses Jahr so meine Favorites sind. Ich habe hier aber jetzt dennoch eine kleine Auswahl getroffen und möchte euch an der Stelle einfach mal das erste davon präsentieren. Und da bin ich mir fast sicher, ja, dass viele von euch dieses Piece vielleicht nicht feiern werden. Das ist ein Kurzarmhemd, wie man unschwer erkennen kann, von Prada, was ich mir diesen Sommer gekauft habe und auch, also vergangenen Sommer und dort auch wirklich sehr, sehr häufig getragen habe mit dieser Split-Optik. Hier links einmal mehr so gediegener bzw. schlichter mit einmal diesem Blau- und Beige-Ton, wie ich finde, was sehr schön gemeinsam harmoniert. Und auf der anderen Seite dann ein bisschen bunter unterwegs mit so Kassettenrekordern. Und dann noch so auf Mittelalter angelehnt, so Disketten drauf. Feiere ich wirklich sehr, auch vom Schnitt. Definitiv ein Piece, was mir sehr gut gefällt. Ziemlich cropped das Ganze. Und dieses Piece würde ich mir tatsächlich so immer noch kaufen. Problem dabei ist, dass das preislich ja schon im höheren Segment ist. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Dafür habe ich nämlich jetzt knapp 800 Euro waren es, glaube ich. Ich glaube 790 Euro ausgegeben, was natürlich eine enorme Summe ist für ein Hemd. Ich kann euch aber eins sagen, ja, dass die Qualität gar nicht mal so schlecht ist, was man natürlich auch für diesen Preis auf jeden Fall verlangen darf. Dann machen wir weiter und da hatte ich eigentlich gehofft, dass ich euch eine andere Jacke präsentieren kann. Da ist jetzt leider etwas dazwischen gekommen, weswegen wir uns mit einer anderen zufrieden geben müssen, die wahrscheinlich in derselben Liga spielt. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass ich mir hier diese College-Jacke von Raf Simons in diesem lila Ton mit den ja, orangenen bzw. braunen Ärmeln gekauft habe. Ich glaube, das ist ein Kleidungsstück, was den derzeitigen Zeitgeist sehr, sehr gut wiedergibt. College-Jacken hat, glaube ich, jeder von euch schon gehört, sind absolut im Trend. Hier haben wir jetzt die Variante eben von Raf Simons, wo vorne links einmal dieser doppelte Patch drauf ist und hinten am Rücken auch nochmal so dieser kleine Low-Key-Flex, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch hier, meine Freunde, ein sehr, sehr teures Produkt. Ich möchte einmal wirklich erwähnen, dass es nicht darauf ankommt, viel Geld für Klamotten auszugeben. Auch wenn das jetzt hier einen anderen Anschein macht, denn diese Jacke lag preislich bei 2000 Euro. Wirklich geisteskrank viel Geld. Ich war jetzt Gott sei Dank in der Lage, mir die ein bisschen vergünstigt zu kaufen. Aber wir reden immer noch hier von Preisen, die jenseits von Gut und Böse sind. Machen wir dann weiter mit dem letzten Produkt. Und da habe ich mich für einen Sneaker entschieden, der meiner Meinung nach der krasseste bzw. der niceste Sneaker-Release aus 2020 ist. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch mit mir d'accord sind. Bei den anderen weiß ich es nicht, aber hier vielleicht schon eher. Nämlich der Nike Jordan 4er in der Zusammenarbeit mit Off-White. Für mich ein Schuh, den ich unbedingt dieses Jahr haben musste. Ich habe leider, wie viele von euch, ein L kassiert auf der Sneakers-App und bei sonstigen Raffles. Deswegen musste ich mir ihn im Resale kaufen. Ich habe ihn jetzt für, ich glaube, 800 Euro ergaunern können. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass gerade der Jordan 4er zusammen vielleicht mit dem Nike Dunk so die Sneaker-Silhouette war, die 2020 komplett durch die Decke gegangen ist. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu meinen Top 3 Pickups aus 2020 unten in die Kommentare. Grüße gehen selbstverständlich nochmal raus an Maximilian. Danke, dass ich dabei sein durfte und natürlich liebe Grüße gehen raus an alle, auch an alle, die jetzt hier noch vor mir dran waren oder nach mir folgen. Peace. Ja, gewohnterweise feiere ich nichts davon, wie immer. Nein, Spaß, sind natürlich auch nice Pickups dabei, vor allem die Schuhe finde ich sehr, sehr nice, waren da Schuhe dabei. Ich nehme das auf, nachdem ich die Videos gesehen habe, deswegen überlege ich gerade. Ah, safe! Ja, die College-Jacke ist wild. Habe ich aber vor kurzem gesehen, die gibt es um die Hälfte günstiger. Also sieht man da die Oma im Hintergrund am Kochen, gell? Nice. Okay, Freunde, auf jeden Fall ein nices Video von Patrick, coole Pickups dabei. Jacke auf jeden Fall auch mein Fall, vielleicht in einem schlichteren Colorway, aber ihr kennt mich, mit Schwarz-Weiß bin ich noch mal schlichter unterwegs. Jetzt, Freunde, ein absoluter Special Guest, der bekannt dafür ist, immer die wildesten Pickups zu haben und in der Vielfalt der Klamotten, die er sich immer wiederholt, wirklich jeden anderen aussticht. Und jetzt viel Spaß mit unserem Special Guest heute. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Auf dem Wunsch von Max zeige ich euch heute meine latest Pickups und ja, wir fangen direkt bei den Schuhen an. Ich lege das Mic mal vorsichtig hier hin. So, was haben wir hier für Schuhe? Wir haben hier Yeezy Triple White. Ich habe die schon. Ich habe mir die jetzt nochmal neu gekauft, weil die anderen schon so ein bisschen zu used aussehen und nicht mehr richtig sauber gehen. Deswegen habe ich mir die nochmal neu geholt, bevor es die gar nicht mehr gibt.
Ist ein super Schuh, komplett in weiß. So ein bisschen basic, kann man gut für den Sommer tragen, kann man gut im Winter tragen. Kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit tragen. Ist ein super Schuh, ist auch sehr bequem. Hält auch gut warm, ne? Nein. Auf jeden Fall ist ein geiler Schuh. Habe ich für 220 Euro über einen Kollegen bekommen. Und ja, was haben wir noch? Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sagen muss, brutale Hosen. Und zwar haben wir hier, habe ich mir vor einer Woche gekauft, eine Zara-Hose. In Grau, so ein bisschen im Used-Look, enger geschnitten, also eine Skinny-Hose. Hier oben aber ein bisschen weiter, dass man noch genug Platz hat. Ne? Und ist, muss ich sagen, eine brutale Hose. Sitzt perfekt. Halten auch eigentlich super. Ich habe bis jetzt noch nie eine Zara-Hose gehabt, die mir kaputt gegangen ist. Und für 50 Euro kann man das auf jeden Fall machen. Und damit die Hose natürlich auch gut sitzt, haben wir hier auch nochmal einen Gürtel von Gucci. Muss ich sagen, passt auch super von der Farbe zusammen. Kann man super zusammen tragen. Gucci-Gürtel, was habe ich bezahlt für den? 290 Euro. Ist auch mein Favorite-Gürtel. Qualität passt, optisch ist das auch ein super Gürtel. So, jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache, wo mich immer viele Leute fragen. Ey Leon, woher hast du das her? Kannst du mir einen Link schicken? Welche Marke ist das? Und zwar, passt auf. Und zwar diese Jacke hier. Eine Moose Knuckles Winterjacke. Kostet 1000 Euro, ist aber wirklich eine Jacke, die hält einen gut warm, ist auch stylisch und ich kann die eigentlich gar nicht mehr sehen, weil fast jeder zweite die mittlerweile anhat, aber die Jacke ist so beliebt und so schön für viele Leute, dass mich immer wieder Leute fragen, ey Leon, wo hast du die Jacke her? Oder in den Kommentaren lese ich das auch mal, ey, wisst ihr von welcher Marke die Jacke von Leon ist und so weiter, ne? Auf jeden Fall ist auch eine sehr geile Jacke, kann ich auch jedem empfehlen, ne? Ne, kann ich nicht jedem empfehlen, sonst kann ich damit nicht mehr rumlaufen. Na, auf jeden Fall, das sind meine latest Pickups. Und ja, dann vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Max für die Einladung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Peace. Absolut nice. Ganz viele Pickups habe ich so noch nicht gesehen. Vielen lieben Dank, der Leon. Freunde, das war's von diesem Video. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Ich verlinke jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit einer finalen, ehrenlosen Edition von Offenheit oder Off-White, die ich in Wien gedreht habe. Also bleibt auf alle Fälle gespannt. Das war's von mir. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Euer Maximilian.